Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Land 3 Wario Land, Course Number 38. Und heute möchten wir endlich die Piratenfestung betreten. Im Prinzip, das ist ja schon das zweite Level, welches wir hier in der siebten Welt absolvieren. Aber ihr seht es, nun sind wir mitten im Schloss drin. Und wie ich schon davor gesagt habe, die coole Neuerung, die es hier eben tatsächlich gibt, im Vergleich zu Super Mario Land 2, ist, dass die ganze Welt hier wie ein Schloss oder diesen Schloss-Theme hat. So ein bisschen wie Donkey Kong Country 2. Natürlich war es in Donkey Kong Country 2 auch ein bisschen epischer. Aber hier hat man das schon ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Die Spannung, die sich hier langsam aufbaut. Man sieht nochmal so die Standardgegner, die Piraten. Booms natürlich. Gaugaus wird man wahrscheinlich noch, oh, noch mal sehen. Weiß nicht, welche sonst noch, aber auf jeden Fall wird dann noch einiges auf uns zukommen. Man wird sich auch einige neue Mechaniken einfallen lassen. Jetzt haben wir tatsächlich so das Super Mario Land 2. Es war halt ein finales Schloss und das war auch okay, aber ja, es hat natürlich nicht, jetzt nicht so viel Substanz gehabt, wie eine ganze Welt sie hier haben kann. Genau, da haben wir Gaugaus. Allerdings heißt das nicht, dass das letzte Level einfach wäre. Im Gegenteil, die letzte Welt ist eigentlich ziemlich schwer sogar. Dazu kommen wir aber noch, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, langsam sollten wir jetzt von den Gegnern verabschieden. Die meisten waren ja sehr innovativ und cool. Gut, auf die Watcher hier hätte ich verzichten können, aber ich nehme an, es muss auch immer nervige Gegner geben, also von daher, so, und jetzt, genau, wenn ich mich richtig erinnere, ist da hinten jemand, der nur darauf wartet, mich fieserweise abzuknallen. Hier, Halbzeit, daran erinnere ich mich, weil ich weiß, ich habe das mal gespielt und habe dann ewig gespielt und habe vergessen, dort hinten zur Halbzeit zu gehen. Das war nervig, das macht man nur ein paar Mal. Okay. Ah, wo ist dieser Piratenschatz? Verdammt. Oh, Stern. Ja. Ja. Sterbt alle. Ja. Du wirst ihn schon finden, keine Sorge. Ah, ich möchte ihn aber jetzt. Was dauert denn so lange? Ich bin schon so lange auf dieser Insel. Wo haben die denn nur? Dann haben die hier im Schloss versteckt. Was ist hier überhaupt für ein riesiges Schloss? Das ist doch viel zu groß. Eins sag ich dir, wenn ich ein Schloss hätte, das wäre viel kleiner und gemütlich, dass man auch noch was findet. Ja, das hat man gesehen, so wie Marios Schloss aussah. Ja, Marios Schloss ist ja auch ein Wohnzimmer. Ich meine, schau dir das mal an. Von der Größe her passen da nicht mal meine McDonalds-Gutscheine rein. Hoffnungslos unterrepräsentiert. So, ich musste den jetzt kurz aus dem Weg räumen. Weil der sich mal wieder so unglaublich bescheuert platziert hat und ich ihn mal wieder nicht erledigen konnte. Ich wusste ja, dass da hinten ein Jet ist. So, jetzt mal schauen, wie ich das mache. Okay, gut, gut. Ich riskiere jetzt aber mal nichts, sondern warte und dann Level-Abschluss. Wow. Ja, da guckst du blöd, ne? Und, schaut mal. Oh, was auch immer auf diesem Knopf ist, gefällt mir. Es macht boah wie Bomben. So wie mein Brett in Mario Party. Bomben und Gewalt. Ja, durch deine Essgewohnheiten bei gewissen Fastfood-Einrichtungen kannst du auch gut als Bombe verwendet werden. Oh ja, ich bin ja auch sehr explosiv. Ah, habt ihr das gesehen? Im Prinzip wurde ein Teil dieses Schlosses aufgesprengt, den wir nun betreten können, dadurch, dass wir den Schalter aktiviert haben. Ein bisschen wie Donkey Kong Country 3, als wir die geheime Welt, oder beziehungsweise nicht die geheime Welt, sondern die letzte Welt vielmehr, dadurch geöffnet haben, dass wir den letzten Endboss besiegt haben. Natürlich war das dann doch noch ein bisschen cooler dort, aber wie gesagt, ich spiele schon sehr viele gute Einsätze. Man darf immer wieder nicht vergessen, dass das ein Gameboy-Spiel ist, von dem wir hier reden. So.
Den haben wir mal weg. 39. Kurs. Und das heißt, da können wir jetzt alle drauf freuen und einstellen. Letzter Schatz. Was, jetzt noch ein Schatz? Ich dachte, ich hätte schon längst alle. Nee, einer fehlt noch. Ist dir nicht aufgefallen, dass da ein freier Platz ist? Meinst du, ich achte auf sowas? Ist doch mir scheißegal. Hauptsache, beim Magen ist kein freier Platz oder bei dem Geldbeutel. Das sind die beiden einzigen Sachen, die mich hinter... Warum treffen die mich manchmal mit ihren beschissenen Speeren eigentlich? Gut, den zweiten, den kann ich noch akzeptieren, aber wirklich manchmal stech nicht mit ihren Speer. Ich denke mir, hä? Wie haben die mich erwischt? Wie? Dann wiederum liegt das vielleicht auch daran, dass ich das Spiel noch zu selten gespielt habe, um ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, weil es ist im Prinzip wie bei jedem alten Spiel. Ich kenne kein altes Spiel, was eine hervorragende Steuerung hat, was man damals absolut entschuldigen kann, weil zu der Zeit war es unglaublich toll, dass man überhaupt spielen konnte. Wow. Von daher ist das jetzt wirklich nicht das große Ding, würde ich mal sagen. Es könnte daher sein, dass wenn ich es einfach öfters gespielt hätte, ich genau einschätzen kann, wann die mir jetzt Schaden machen und wann nicht. Ist bei einigen Spielen so, also von daher... So, warte. Ja! Oh, komm zurück, du bist eine gute Watchkiller-Bitch. Oh, jetzt bist du gestorben. Naja, ich werde dich in Ehren halten und dich grillen. Wario hat sich aufgelöst. Dann werde ich seinen Körper finden und grillen. Oh Gott. Naja, was auch immer. Komm mal her. Yeah. Also, weiter geht's und ihr seht, was auch was diese Schlösser angeht. Wir wechseln immer wieder zwischen... Wow. Das ist ein... Nein, ich wollte mich doch ducken. Ach Gott, verdammt. Wir wechseln immer wieder zwischen zwei Perspektiven, die man hier praktisch einnimmt. Ja, toll. Okay, Moment. Genau so. Diese beiden Perspektiven sind zum einen dieses Kerkerhaftige, in welchem wir unterwegs waren. Und, also, wenn ihr euch erinnert, diese schwärzeren, schnellen, dunkleren Gebiete. Und zum anderen die Gebiete, wo wir draußen sind. Hier sehen wir Wolken im Hintergrund, was symbolisiert, dass wir sehr weit oben sind. Und das ist neu. Steine, die uns weit springen lassen. Wow, damit fliege ich ja richtig, wenn Mario mich erzählen könnte. Ja, wenn du so weit fliegen könntest, dann könnte Mario mit Sicherheit zum anderen Ende der Welt damit fliegen. Als ob das auf den Skill hat. Ja, siehst du nicht, wie gut ich das mache, ja. Ich wollte jetzt nicht unbedingt auf Skill hinaus, aber gut. So, jetzt habe ich ein kleines Problem, denn ich benötige Stier-Wario für den letzten Schatz. Ich hoffe, den gibt's hier noch. Weil, ja, ansonsten wäre das ziemlich gemein und im Moment sieht's schon ziemlich schlecht aus, weil da komme ich nicht mehr zurück. Nee, umbringen! Was? Ja, du, es muss sein, weil ich möchte zu dem Schatz hin. Und da wäre ich garantiert nicht mehr hochgekommen. So, jetzt kann ich nämlich ein bisschen tricksen. Nämlich, indem ich zurückgehe. Jetzt müsste nämlich eigentlich... Nein! Nein! Ihr tut mir das nicht an! Ihr tut mir das... Ja, macht, was ihr wollt, aber ihr tut mir das hier nicht an. Von wegen, ich schaff das nicht. Okay, ich opfere so viele Leben, wie ich brauche. Ich würde es noch einmal probieren mit allem, was ich habe. Komm, greif euch an. Ey, das wäre ja mal richtig beschissen, wenn ich jetzt hier nicht zurückkomme. Nee. Okay, der Schatz regt mich jetzt schon wieder auf. Das ist ein bisschen unnötig, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil, wie gesagt, da hinten komme ich nicht weiter, weil ich habe keinen Stier-Wario. Aber es kommt hier ja auch nichts. Das letzte, was kam, war ganz da hinten. Und da wollte ich ja gerade hin zurück. Da könnte man mir ein Jet geben, damit ich zurück kann. Aber nein, lieber gar nichts. Und dann einem lieber zu Plattformen schicken,
bei denen man garantiert nicht mehr hochkommen wird. Weil, ich meine, klar, das geht noch, aber wie soll ich denn hier von unten wieder hochkommen? Ja, wird nicht funktionieren. Also ich muss das ganze Level nochmal machen. Vollkommen unnötig. Jetzt komm. Los, schneller. Ich bin auch nicht gerade geduldig. Yo. Oh Gott, dieses Level. Dieses Level läuft mal so gar nicht für mich. Natürlich hat es auch damit angefangen, dass ich mich umgebracht habe, weil ich bin immer ein bisschen unmotiviert, Level zu machen, wenn ich weiß, ich muss sie eh gleich nochmal machen. Weswegen ich eigentlich der Meinung bin, dass man solche Sachen eher vermeiden sollte, aber okay. Sag mal, geht ihr mal weg, ihr Dangerous Ducks, echt? Ihr seid einer der lächerlichsten Gegner in diesem Spiel. Akzeptiert's. Und ihr kommt schneller, sonst fresse ich euch wie eine schöne, dicke Roulade. Oh ja, Roulade. So, warten wir, bis da unten einer kommt. Oder kommt da auch mal einer? Ich dachte gerade, was ist da los? Der Vorteil ist, dass man schon hier schon sehen kann, wenn die unterhalb des Wassers hochkommen. Wenn man sich einigermaßen darauf einstellen kann, wenn man springen soll. Nee, da komme ich, selbst wenn ich ein Power-Up finde, in Millionen Jahren nicht mehr zurück. Also von daher lassen wir es gut sein. Es scheint auch keine Power-Ups mehr zu geben, irgendwie. Ja, geil. Scheiß auf den verdammten Schatz. Den ist nicht zum Frühstück. Nein, Wario. Wir haben jetzt so gut wie alle Schätze eingesammelt. Da werden wir jetzt diesen einen auch noch holen. Nee, kein Bock. Hallo, wir haben 14 von 15 Schätzen. 14 von 15. Und auf 15 habe ich halt keinen Bock. Ey, was machen wir? Ich hab keinen Bock. Stehst du schlecht oder was? Ja, und ich sagte, mir ist es egal. Wir holen den jetzt. Ja, gut, mach was immer du willst. Aber ich sag dir, es sollte besser was Gutes sein, was ich dafür bekomme am Ende. Und ich möchte jetzt endlich diese goldene Peach-Statue. Wo in diesem Schloss findet ihr sich? Ja, ich meine, wir haben jetzt schon so gut wie alles untersucht. Was bedeutet, jetzt demnächst müssten wir eigentlich mehr oder weniger zu meinem Ziel ankommen. Ah, das gefällt mir wiederum. Sehr gut. Moment. Machen wir das lieber so. Okay, runter und gleichzeitig nach rechts. Und jetzt gleich stehen bleiben. Denn... So. Okay. Komm, chill. Okay, sehr gut. Damit wäre es eigentlich das Schlimmste geschafft. Jetzt muss ich natürlich noch den Sprung hier bekommen, yeah, und diesen hier, aber bei den Blöcken ist es so glücklich so wie bei denen aus New Super Mario Bros. Wii, wenn ihr euch erinnert, die sind manchmal etwas ungenau beim Springen, sagen wir so, aber die sind eigentlich relativ genau. Ja, jetzt bin ich hier oben, wow, meinst du, sie haben hier eine versteckte Schatzkammer oder was? Ja, das vermute ich. Also, ich glaube ja nicht so wirklich dran, aber wenn du meinst, ihr bleibt da oben. Bist du. Oh. Drache. Feuer. Ich habe aber immer noch eine Sache bei dieser Reise gelernt. Den Drachen werde ich definitiv behalten. Aha, warum? Ja, was glaubst du, wie nützlich der ist? Mit dem kann ich mir ein Steak vor der Nase braten. Ohne dass es mich irgendwie tangieren würde. Weißt du überhaupt, was tangieren heißt? Ja, ich weiß nicht, du sagst das immer, deswegen habe ich es auch gesagt. Aber es ist heute trotzdem. Egal was es heißt, es betrifft mich. Oh, komm her, Schatz. Ein Nasenregen. Das ist einfach nur ein normales Armband. Oder ein Ring für einen Riesen, aber kein Nasenring. Ich weiß nicht, bei meiner Nase würde das wahrscheinlich ziemlich gut aussehen. Und bei dem von meiner stylischen Krokodilsmütze natürlich auch.
Na gut. Wechseln wir mal wieder zu Stier-Wario. Damit haben wir alle Schätze in diesem Spiel gefunden. Erste Teilmission wäre damit erledigt. Jetzt muss ich aber natürlich, bevor ich das nächste Level machen kann, einen kurzen Cut machen, weil, wie gesagt, wir brauchen 9.999 mindestens. Und ja, das habe ich noch nicht einmal annähernd. Ich habe, wie ihr gesehen habt, 2.000 irgendwas. Sauschwierig für mich persönlich, das Geld zusammenzukriegen, was ich brauche. Und ich schätze, würde das natürlich über mir überhaupt nicht gehen. Allerdings hab ich, wie gesagt, das Gefühl, dass es durchaus ein gewisses System hinter diesem Geldspiel gibt. Nicht aufgrund von meinen Erfahrungen, aber aufgrund von anderen Leuten, die ich dieses Spiel auf Spielen sehen, die irgendwie... Ja, komm! Ich warte und warte und warte und warte und das Ding steht da unten und raucht sich einen! Mein Ding... Moment. Ist mein Schatz gespeichert? Ich habe keine Ahnung, ob mein Schatz jetzt gespeichert ist oder nicht. Aber ich vermute mal. Okay, egal. Ich werde jetzt die Level durchmachen. Oder ich werde jetzt Münzen farmen gehen. Und wir sehen uns dann hier gleich wieder. Amende Stunden später habe ich in diesem Level endlich so etwas wie einen Durchbruch erzielt. Ich müsste jetzt über genug Münzen verfügen. Okay, 13 fehlen noch. Das ist definitiv hinzubekommen beim Endboss. So, okay, dann wollen wir doch direkt zurückkehren in die allerletzte Welt. Und dann ins allerletzte Level dieses Spiels. Und ihr seht, das hat keinen Kreis, weil man danach im Prinzip nicht abspeichern kann. Laut Karte hätten wir jetzt alle Kurse, die wir machen können. Nämlich genau... Ja, rüber. Genau 39. Mehr wird da auch nicht angezeigt. Allerdings ist natürlich nichts, mit dem wir zufrieden sind. Sondern wir möchten alles hier. Ja. Und ich frage mich gerade, was hier los ist. Ich bin nicht dafür Wow, cool. Trotzdem, ich bin nicht dafür gebaut, hier rumzuspringen wie ein Luftballon. Ich bin viel bodenständiger. Ja, bodenständig ist jetzt nicht das Wort, was ich primär verwendet hätte, aber es trifft es eigentlich ganz gut, was ich mir ja auch für Gedanken mache. Ach so. Ja gut, ich dachte, ich denke schon, dass wir ähnliche Gedanken zu dem haben, was hier so abgeht. So. Wer dachte, dass es hier keine Halbzeit gibt, wenn zumal ein zwei der hört sich. Es gibt hier eine, aber die ist wirklich nicht gerade glücklich platziert. Denn das, was bisher kam, war gar nichts. Ihr habt gesehen, das war leichter fast als das allererste Level. Wäre gut. Man muss ein bisschen wissen, wie diese Blöcke springen oder wie weit einen diese Blöcke befördern. Aber mehr war da auch nicht nötig. Es gibt viel Geld. Wow, die Piraten haben einen richtig guten Schatz. Aber was jetzt kommt, ist deutlich schwieriger als alles andere. Hallo? Wow. Was bist du denn? Ah, nimm das, wow. Hör auf, mit deinem Ding so zu stechen, das könnte wehtun. Oh Gott, hast du das gerade wirklich gesagt? Jaburiki heißt dieser Ritter. Und vor dem sollten wir so eben tatsächlich schnell in Acht nehmen. Und dreimal von hinten angreifen. Wo ist der Schatz? Ah, da. Dankeschön. Mann, sind die freundlich zu mir heute. Also, ja, von daher. Das Schwierige kommt erst tatsächlich jetzt. Aber dafür geht diese Passage hier nicht wirklich lang bis zum Endboss. Denn der Endboss kommt einigermaßen mit. Was? Ich war noch drunter. Ich war drunter. Du Ball, Stachelball werfender Betrüger. Ja, toll. Jetzt bin ich nur Groß-Wario. So unnötig. Bist du Prinzessin Candice? Ja, bin ich.
Gib die Peach-Statue her! Genie? Hä? Ich habe nicht um einen Genie gebeten, sondern um einen... Oh Gott! Ich bin der mächtige Denpu. Zeig sie, mächtiger Denpu! Wow, wow! Wow, okay! Das ist der Endboss hier! Ein Genie namens Denpu. Um den zu besiegen, müssen wir hier mit dieser Wolke hochfliegen und auf ihn draufspringen. Ihr seht schon, wow. Wir müssen sie werfen und wenn sie nach oben zeigt, dann haben wir Glück. In diesem Fall. Kommt noch ein zweites Mal. Na, verdammt. Nein. Nein, 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 nein. Och, komm. Der war doch einfach nur fies. Einfach nur fies. Wenn ich den jetzt noch ausweichen sollen. Aha. Okay. Das ist aber Prinzessin Candice und sie ist im Prinzip die Anführerin der Zuckerrohrpiraten und damit der Hauptgegner, der Hauptschuft dieses Spiels, Hauptbösewicht. Und das ist das erste Mal in der Mario-Geschichte, dass ein weiblicher Gegner der Hauptvillain ist. Das ist auch mal interessant. Ah, verdammt! Jetzt geh doch mal nach oben! Und das ist ein bisschen tatsächlich ein Glücksfaktor, aber es geht so. Hab ich ihn besiegt? Yes! Oh, nimm das, du hässlicher Genie! Er reißt Denpu. Es ist mir egal, Bitch, ich hab gewonnen! Ach, du konntest doch noch meine Festung erobern, das sind meine Piraten! Da warte, dann sterben wir beide! Bomben! Als ob ich Bomben abschrei. Oh. Yeah, ich hab sie! Oh, wenn ich doch noch Marios dummes Gefäß jetzt sehen könnte! Hey Bro, du hast mich gerufen! Hey, danke für die Statue, ne? Nein, Mario, du wirst es nicht wagen! Arrivederci, Kollege! Ich geh mal wieder Pizza essen! Ich hasse Mario! Tja, sag's dir wie du! Ich werde ihn umbringen! Ich werde ihn umbringen! Mein ganzes Geld, meine Träume! Aber ich hab das hier immer noch! Also, sie hat das so komisch dran gerubbelt! Und dann, genau, da kam diese Wolke. Moment, das sind jetzt zwei. Oh, krasse Spezialeffekte. Oh! Wow! Hallo, ich bin der Genie Denpu und ich erfülle dir einen Wunsch. Was auch immer es sei. Ah, ja, also, ich möchte ein Schloss mit ganz, ganz, ganz viel Essen, in dem ich wohnen und leben kann und einfach fies sein kann. Gut, das macht dann bitte alles Geld, was du besitzt. Was, du bist eine Genie, der Geld von mir will? Okay, macht Sinn, du bist wenigstens ein intelligenter Genie. Also, was haben wir hier denn? 10.000? Weißt du, dafür kriegen wir ein bisschen was. Ich glaube nicht, dass wir dafür so viel kriegen. Naja, dann nö. Aber du kannst deine Schätze vielleicht verkaufen. Was, die sind Geld wert? Ja, wusstest du es nicht? Ach so, ja, dann verkauf den ganzen Scheiß. Ah, mein Zahnstocher ist 7.000. Oh, schön, schön, schön. Ich weiß übrigens nicht, nach welcher Reihenfolge das erteilt wird. Ich glaube, das ist völlig wahllos. Genau jetzt dieses Ding, was so ähnlich aussah wie die Lampe, die ich gerade hatte. Aha. Oh, jetzt den Nasenring, genau. Oh, wird doch langsam mehr und mehr. Ja, jetzt dieses Trompetenhorn, in das ich allerdings auch Mandeln reinfüllen und essen kann. Der Walfisch, den ich reingebissen habe und deswegen jetzt einen kaputten Zahn mehr habe, aber egal, es war es wert, das auszuprobieren. Die Schüssel. Das ist ein Pokal. Ja, ich kann es mir auch auf den Kopf stellen, ist egal, Hauptsache ich krieg Geld dafür. Nein, es ist kein Baseballhandschuh. Sieht aber so aus. Naja, gut. Also. Dein Gesicht. Oh, wow. Hast du dich mal angeschaut? Das sieht eher nach deinem Gesicht aus. Ja, wie? Das ist... Hallo? Man müsste eine Maske der Schönheit für mein Gesicht anfertigen. Ah,
eine wunderschöne Harfe. Was, du weißt sogar, was eine Harfe ist? Natürlich, ich lausche immer den wunderschönen Klang von Harfenspielereien. Diese komische Platte, die mich nicht weniger interessieren könnte. Hey, ich glaube, wir haben das Ding langsam voll und da kommt danach noch eine Ziffer. Wenn danach noch eine Ziffer kommt, werde ich die Ziffer schlagen. Nee, ich glaube, danach kommt keine Ziffer mehr. Wo kommt ihr? Dann müsst ihr zusammen der 7000 wert sein, Bitches. Nur 3000, du verdammte Axt. Naja, was auch immer du da unten bist. Du musst es rausreißen. 5000! Nice! Nice! Damit ist das gesamte Geld voll. Und jetzt zieht alles nochmal runter. Ja, das ist sehr nervig. Aber wir kriegen jetzt Geldsäcke. Und wenn wir eben 99.999 haben, kriegen wir 5 Geldsäcke. Wenn wir zusätzlich noch jedes Level geschafft haben und jeden Schatz gesammelt haben, gibt es einen 6. Geldsack. Ja, das könnte der 2. mal kommen. Yeah! Ja, ihr seht, man braucht eine relativ hohe Hürde, um über den 1. Geldsack überhaupt hinauszukommen. Tatsächlich. Also von daher... Wie viel passt denn in diese Säcke rein? Ich brauch noch einen. Ich habe irgendwie langsam das Gefühl, dass die Säcke ungleich voll sind. Naja, was soll's? Noch einen herschieben, bitte. Der müsste doch jetzt langsam mal voll sein. Yeah, genau. Hallo? Letzter Sack. Yeah! Und seht ihr, wie gesagt, der letzte. Gott, wenn wir wirklich alles gemacht haben. Hier, du hast doch sowas im Gesicht. Gib mal her. Dein Wunsch kann erfüllt werden. Ich dachte, du wärst ein Genie und kein Immobilienmakler, aber gut. Ja, ich bin ein Genie und kein Immobilienmakler, sonst hätte ich das nicht machen können. Schau es dir an. Aha. Muss ja ein ganz schön tolles Schloss. So. Schwebt nach oben. Ein ganzer Planet! Wow, die Immobilie war ihr Geld aber wert. Yeah, Wario Planet. Und damit bekommt das Spiel Wario Land eine völlig neue Bedeutung. Überhaupt, warum gibt es nicht das Spiel Wario World? Das wäre doch jetzt mal echt gerechtfertigt. Ja, der Toppreis, wenn man alles hat, ist ein ganzer Planet, den Wario bekommt. Ich finde das so episch. Also gut, das war mein Let's Play zu Super Mario Land 3 Wario Land. Ich werde noch einen Spezialpart machen, in welchem ich euch die letzten oder die alternativen Enden alle zeigen werde. Das wird natürlich ein bisschen schwierig sein, weil ich da ziemlich viel Geld einsammeln muss, aber ich mach's gerne für euch. Und, ja, was habe ich zu diesem Spiel zu sagen? Es ist, finde ich, eines der meist unterschätzten Spiele. Weil ich finde, was Jump'n'Runs angeht, macht es eigentlich wirklich alles richtig, tatsächlich. Es ist unglaublich solide, hat eine gute Anzahl von Leveln, 40 Stück. Dabei gibt es sehr kreative Ideen, immer wiederkehrende Level-Ideen, die aber wieder ein bisschen abgewandelt werden. Musikalisch natürlich fällt das Spiel ein bisschen ab. Da gibt es jetzt nicht so gute Tracks, muss ich leider sagen. Aber wie gesagt, Level-Design ist top. Auch, dass man in den Leveln bestimmte Sachen aktivieren kann, die sich dann auf die Overworld auswirken, wie es ein paar Mal im Spiel vorkam. Dass es auch ein Secret Exit gibt, aber eben diese Schätze zusätzlich noch dazu, die eben tatsächlich optional waren, vielleicht zu den Golden Coins, aber trotzdem, es ist nicht einfach nur so, man sammelt sie und dann hat man sie halt und kann sich cool fühlen, sondern die tatsächlich in Richtung eines guten Endes von diesem Spiel sich richten. Und das ist natürlich auch etwas. Mehrere Enden. Ich kenne persönlich im Moment kein anderes Mario-Spiel, was mehrere Enden hat. Oder alternative Enden. Also, in vielen, vielen Punkten ist dieses Spiel wirklich, finde ich, sehr, sehr unterschätzt. Auch was das Gegnerdesign angeht. Ganz andere Gegner. Wenn man sich in Super Mario Land immer bei den Gegnern etwas entfernt hat, sage ich mal,
War das Gegnerdesign gerade Super Mario Land 2 trotzdem wieder etwas näher an Super Mario Bros. Dran? Während man hier ganz andere Wege ging, was ich ebenfalls toll fand. Auch die Art und Weise, wie der Charakter Wario einfach ähnlich wie Mario eingeführt wurde. Man hat immer noch das Mario-Spielgefühl gehabt. Aber es hat man doch das Gefühl, das ist ein anderer Charakter. Es ist nicht einfach einer, der einfach nur Marios Fähigkeiten kopiert, ein bisschen wie Luigi. Weil Luigi ist ja einfach so, der springt einfach ein bisschen höher, rutscht ein bisschen mehr. Aber im Prinzip ist es wie ein Mario-Spiel, wenn man mit ihm spielt. Also ich rede jetzt natürlich nicht von den Luigi's Mansion spielen, sondern wenn man mit Luigi Jumpman Spiele spielt. Hier hingegen ist es so, allein dadurch, dass Mario diesen Schlag nach vorne kann, ist schon was, wovon er sich von Mario extrem abhebt. Denn natürlich der Drachenpott, der anders ist als Marios Feuerblume, ganz anders, weil eben ein Strahl nach vorne schießt. Dann natürlich Stier-Wario, der im Prinzip gar keiner Mario-Form so wirklich gleichkommt. Der kann sich an Dinge heften, der kann mit einem Angriff auf den Boden eine Erschütterung auslösen. Und Jet-Wario, was so ähnlich ist wie manche Mario-Flugverwandlungen, allerdings fliegt er wesentlich genauer, ohne dass man wie in Mario-Spielen öfters neu justieren muss. Also da ist die Steuerung deutlich angenehmer. Und wie gesagt, insgesamt einfach top. Und deshalb bestätige ich erneut, wie interessant ich es tatsächlich lieber finden würde, wenn man ein Mario Brothers hätte, in welchem Wario mitspielt und jede Mario-Figur seine eigenen Fähigkeiten hat. Ähnlich wie es bei Super Mario 64 war. Aber da werden ja leider alle künstlich auf dem gleichen Level gehalten, damit kein Spieler einen Nachteil gegenüber dem anderen hat. Finde ich ehrlich gesagt schade. Gut, wie gesagt, das war die Story zu Super Mario Land 3. Wario Land, das Let's Play, war definitiv viel, 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 viel besser als das alte. Ich bin froh, dass ich dieses Spiel nochmal spielen. Eine faire, yeah, perfect game. Dass ich dieses Spiel noch einmal durchspielen konnte, es diesmal eine faire Behandlung und eine faire Bewertung geben konnte. Das war sehr schön. Jetzt muss ich eben noch die ganzen Enden tatsächlich machen. Und dann geht es morgen mit einem brandneuen Projekt weiter. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und bis dann. Quatsch, morgen. Übermorgen geht's mit einem neuen Projekt weiter. Ja.